So, die Aufgabe des Tages ist heute das Spannfutter. Wie ihr sehen könnt, schließt dieses Spannfutter nicht mehr richtig. Das sollte eigentlich so aussehen. Das wollen wir heute zusammen aufmachen. Es gibt aber noch andere Spannfutter. Dieses hat drei Klemmbacken. Das ist noch relativ einfach. Dann gibt es die Sechsbacken-Variante. Gucken wir mal das Licht. Ja. Sechsbacken nebeneinander liegend, sehr trickreich. Und frühe Farber haben ebenfalls eine Sechsbacken-Variante, die 3-3 hintereinander liegen. Auch nicht ohne, das wieder zusammenzusetzen. Aber das machen wir ein anderes Mal. So, wie gesagt, heute nehmen wir dieses. Das stammt von einer HEMA aus DDR-Produktion. Zuerst öffnen wir mal die drei Schrauben. Achtung! Das Spannfutter ist noch unter Spannung. Und sieh an, es schließt sich schon etwas besser. Da hat scheinbar die Schraube die Feder ein bisschen eingeklemmt. Aber die eine Backe guckt immer noch schräg daneben. Achtung, wie gesagt, die Feder ist noch gespannt. So, und hier eingehangen. So, wir hängen die hier mal aus. Dann lässt sich das Teil im Allgemeinen abnehmen. Und da haben wir die Klemmbacken. So, ich werde die Trägerplatte jetzt einfach mal ein bisschen sauber machen. Das sollte wahrscheinlich schon helfen. Die untere Hälfte bei meiner Trägerplatte ist recht rau. Da werde ich jetzt mal Polierpaste rangehen und die versuchen ein wenig zu glätten. Naja, viel besser ist es nicht geworden, aber es fässt sich auf jeden Fall schon glatter an. Das gleiche machen wir mit den Klemmbacken. Auch erstmal eine ordentliche Reinigung. Übrigens sind die sogar zweiteilig, sehe ich gerade. So, die Abdeckplatte polieren wir natürlich auch noch ein bisschen auf. So, da ist sie auch fertig. Übrigens ist es ratsam, sich ein Foto von der Lage der Klemmbacken zu machen. Ich habe hier den seltenen Fall, dass ich noch eins da habe, woran ich sehen kann, wie rum die Klemmbacken gehören. So, dann werden wir die mal der Reihe nach einsetzen. Und natürlich etwas Feinmechaniköl. Dann die Trägerplatte. Beziehungsweise die Abdeckplatte. Ja, funktioniert. So, und jetzt die Feder. In dem Fall haben wir noch Glück, dass die Feder mit beiden Haken auf der Trägerplatte eingeklickt wird.
Es gibt Varianten, da ist die Feder in dieser Saite eingehangen. Und ab dann wird es richtig kompliziert. Man muss, während die ganze Geschichte zusammengedrückt wird, die Feder nämlich zusammenpressen. So, wir haben, wie gesagt, die leichte Variante. Ging einfacher als gedacht. Werden wir hier oben noch ein bisschen polieren, wenn ich es einmal abhabe. So, sieht das schon viel besser aus. Auch hier wieder noch ein, zwei Tropfen Öl. Dann mit der Aussparung nach oben. Ja, bei uns werden so die Schraubenlöcher leicht abgedeckt. Da müssen wir aufpassen, wenn wir die zuschrauben wollen. Die Feder liegt auf diesen kleinen Bolzen. Das ist eindeutig diese kleine Kante hier noch im Weg. Die muss ich auch noch ein bisschen auftrennen. Ich habe jetzt ungefähr 3 mm hier wegfallen dürfen. Eigentlich wahrscheinlich sogar ein Konstruktionsfehler, denn jetzt liegen Loch und Gewinde genau übereinander. Der Normalfall ist das nicht. Im Normalfall reicht es, das Spannfutter grundsätzlich zu reinigen und zu ölen. Gehen die Schrauben nämlich auch wesentlich einfacher rein. So. Oh ja, das ist doch schon mal ein Unterschied. Wird ordentlich gehalten. Ja, das war's.